So, hallo und herzlich willkommen zum großen Preis von Spanien, von Katalonien, Entschuldigung, in Barcelona zum fünften Rennen der Saison. Die Teams haben Updates gebracht und ja, wir schauen uns jetzt gleich mal die Startausstellung an. Und für das letzte Video entschuldige, dass es da so abrupt abgebrochen ist. Mein Speicherplatz war voll. Kann sein, dass der heute auch wieder voll sein wird. Ich habe nämlich nur 24,6 GB frei aktuell, weil ich halt sehr viel für diese. Sehr viel Speicherplatz in diese Liga hier investiere und ja, deswegen, ich bitte um Entschuldigung, sollte das heute wieder nicht so ein vernünftiges Ende nehmen. Also, wir gehen die Starterstellung durch, ohne lang drumherum zu erzählen. Die Pole Position hat Noah Bejaoui in seinem Bejaoui Racing. Danach kommen schon zwei Ferraris. Ah, jetzt geht's. Das heißt, wir machen jetzt nochmal Pause und gehen jetzt. So, jetzt haben wir's. So, auf Position 2 Sebastian Müller, auf der 3 René Beyer, auf der 4 Yannis Wolborn, auf der 5 Simon Ratzenberger, auf der 6 Niklas Scherras, auf 7 Dustin Rolko, auf 8 Jamie Norris, auf 9 Giovanni Navazzi und auf Platz 10 startet nur Steve Schulz. Die restlichen Positionen sind auf 11 Dani Desinov, dann Nico Meyer, Nico Mehling, Austin Thompson, Julian Rehberger, Nick van de Maas, Mika Koskin, Timo Nathaniel, Rio Satria und Jeremy Gut. Also Alfa Romeo mit einem ganz schlechten Qualifying. Hoffe mal, dass es beim nächsten Rennen im Qualifying besser läuft. So, die Ampeln gehen an. Katalonien 2020. Los geht's! Und ein Audi kommt da richtig gut weg, das ist Wolborn. Aber Bejaoui muss seine Führung hier verteidigen gegen Sebastian Müller. Und die kann er auch verteidigen. Bejaoui vor Müller, dann kommt schon Wolborn, dann Beyer, Scherras und Rolko. Das sind die ersten fünf, danach Ratzenberger und Norris. Hier ist Meyer auf 11. Schulz hat Plätze verloren. Und Gut ist vor Nathaniel. Boah, hier vorne ist es eng. Müller greift hier den Weltmeister an. Ich würde sagen, wir bleiben an der Spitze. Das ist momentan am spannendsten. Und boah, da muss sich Bejaoui verteidigen. Bejaoui bleibt in Führung nach der ersten Runde. Wir fahren übrigens 16 Runden. Ja, Bejaoui kann sich hier nicht so wirklich absetzen. Hier in Barcelona hat Bejaoui Racing so ein paar Probleme. Die Updates haben nicht so viel gebracht, wie sie dachten. Da hat man gesehen, was für ein Kurvenspeed Ferrari hat. Norris ist an seinem Teamkollegen vorbeigegangen. Während Schulz auf Platz 12 hängt. In einem Top-Auto. Und Koskin ist bereits draußen. Oh, mit Unfall. Das haben wir nicht mitbekommen. So, und jetzt muss ich Bejaoui hier wieder verteidigen. Das nächste Rennen ist dann in Monaco das prestigeträchtigste Rennen, was ja letztes Jahr Simon Ratzenberger gewonnen hat, seinen ersten Karrieresieg da geholt hat.
Aber bis wir an Monaco denken können, müssen wir erstmal das Rennen hier fertig kriegen. Das sind Sheras und Rolko. Bayerisches Markenduell. München und Ingolstadt. In der Vergangenheit haben wir die zwei auch schon kämpfen gesehen. Meier auf 11, Schulz auf 12, also hier hinten. Der zweite BMW auch nur auf 13. Nathaniel leider letzter. Der ist eigentlich ein, fährt bisher eigentlich eine saugute Saison. War sogar in Melbourne auf Platz 3. Natürlich auch durch die. Das war haarscharf. Dass er natürlich auch aufgrund der. Der Sekundenstrafe, der 5-Sekunden-Strafe von. Noah Bejaoui. Ne, 10-Sekunden-Strafe von Noah Bejaoui in Melbourne. Da kam er auf Platz 3. Jetzt kann sich Bejaoui so ein bisschen absetzen. Und Wollborn. Ah ne, Wollborn war ja schon die ganze Zeit dazwischen den Ferraris, aber Bayer. Bayer kommt näher. Ferrari mit den mit sehr guten Updates hier nach Barcelona gekommen. Also die haben es richtig gemacht. Und Sheras ist unter Druck von Rolko nach wie vor. Fällt mir ein, ich muss die Sounds noch updaten. Oh, was passiert mit Wollborn da? Eieieiei. Das hätte auch ins Auge gehen können. Aber dadurch ist jetzt Bayer natürlich nach vorne gekommen. Damit beide Ferraris jetzt auf dem Weg, ein Bejaoui Racing vorne zu jagen. Somit ist Sheras im Audi Sandwich, weil vor ihm jetzt auch noch ein Audi ist. Und das ist Nathaniel in der Box. Der hat sich komplett zerschossen und das ist. Hier geht es um die Führung. Müller ist wieder rangekommen. Hat Bejaoui wohl einen Fehler gemacht? Und die hier fahren im Paarflug. Ratzenberger mit ein paar mehr Problemen. Rutscht viel mehr. Rolko ist vorbeigegangen an Sheras, das sehe ich ja jetzt erst. Und Bayer kommt auch wieder ran an seinen Teamkollegen. Dreikampf um die Spitze. So, bereits in Runde 6. Sprich, noch 10 Runden haben wir vor uns. Also es kann auch alles passieren. So, jetzt haut Bejaoui wieder ab. Zumindest leicht. Und was machen die Ferraris jetzt? Was machen die jetzt? Ach, das war gar nicht Rolko, das war immer noch Wollborn. Okay, gut, dann lag ich falsch. Rolko ist immer noch hinter Sheras. Norris und Ratzenberger. Die zwei Teamkollegen hier bleiben wohl erstmal zusammen auf Platz 7 und 8.
Und hier geht's um 2 Punkte. Vorne Navazzi und was ist mit Schulz los? Entweder funktionieren die Updates bei ihm nicht oder irgendwas anderes ist bei ihm. Weil er kann den Speed seines Teamkollegen nicht mitgehen. Jetzt greift hier Ratzberger seinen Teamkollegen an. Das könnte interessant werden hier. Gehen nochmal nach vorne. Und vorne ist es halt auch relativ interessant mit den beiden Ferraris hier. Ah, ich drücke immer die falsche Taste. Wer will. Einer. Also. Man weiß halt nicht wirklich, wer will hier den Sieg mehr. So. Beide wollen den Sieg natürlich, aber dafür müssen die beiden natürlich erstmal an Bejaou irgendwie rankommen, weil wenn die sich jetzt hier fighten, dann wird das nix. Dann kann ja keiner den Bejaou Racing vorne einholen. Dann verlieren die ja nur noch mehr Zeit. So, und jetzt Ratzenberger diesmal mit einem echten Angriff. Aber kann es leider nicht nutzen. Und jetzt hat auch Schulz angegriffen. Kommt aber nicht an Meier vorbei. Hier geht es um Platz 10. Hier geht es um einen Punkt. So, und das ist hier Platz 14 oder Platz 15 jetzt besser gesagt. Gut und Rehberger. Und Nathaniel fehlt komplett der Speed. Vorne ist auch der Frontflügel leicht kaputt. Und Koski nach wie vor der Einzige, der ausgeschieden ist. So, jetzt ist Müller wieder dran. Müller sogar daneben. Aber Bejaou bremst später. Das ist ein schöner Zweikampf hier. Hier geht es um die Spitze. Bejaou macht hier zu, macht überall zu. Und hier ist ein Dreikampf entfacht. Jetzt ist auch noch ein Renault dazugekommen. Und da die sich hier alle bekriegen, kommt natürlich auch. Na, Volbon ist, glaube ich, auch ein bisschen näher rangekommen. Während Sheras sich jetzt auch so ein bisschen absetzen kann von Rolko. Was macht Ratzenberger hier? Ratzenberger wieder daneben, an der gleichen Stelle wie vorhin auch schon. Aber kommt einfach nicht vorbei, der zieht immer zurück. Wahrscheinlich, weil er seinen Teamkollegen da jetzt nicht rausschießen will. 1.13.9, 1.15.8, 1.13.8. Also Bayer fährt auf jeden Fall schneller als die Spitze. Auf Platz 3. Sucht jetzt auch den Kampf mit seinem Teamkollegen wieder. Ahem.
So, jetzt versucht das Bayer an der McLaren-Stelle. Und geht vorbei, weil hier Müller ein bisschen driften muss. Bayer jetzt auf Position 2. Welches wir übrigens auch mal sagen müssen, ist, dass die Kurve auf dem Nürburgring, die Kurve, die auf die Nordschleife führt, dass die jetzt, es sind zwei Kurven nach dem BRL Hall of Famer und BRL Vize-Weltmeister oder BRL 1 Vize-Weltmeister. Sebastian Mayer wurden an zwei unterschiedlichen Strecken benannt, und zwar die letzte Kurve in Zandvoort wurde in Meierbocht umbenannt. Und die Kurve auf dem Nürburgring, die auf die Nordschleife führt, von der GP-Strecke aus, die heißt jetzt die Meierkurve. Da Sebastian Mayer der bislang erfolgreichste Fahrer aus Deutschland ist. Also der zweiterfolgreichste deutsche Fahrer in der BL1. Und noch erfolgreicher ist René Bayer, da er Weltmeister wurde. Und der kämpft jetzt hier mit seinem langjährigen Rivalen. Inzwischen, seit 2018, kämpfen die hier um den Titel. Aber Bejaoui versucht sich hier zu wehren. Denn auch Bejaoui weiß, dass die Ferraris hier deutlich schneller sind heute. Müller verliert jetzt ordentlich an Boden. Volbon ist weg. Scherras ist Vierter. Wo ist Volbon abgeblieben? Komplett demoliert auf Platz 17. Oh je. So, Noah Bejaoui. Im Fight mit seinem WM-Rivalen. Und Scherras bekommt jetzt wieder Besuch von Rolko. Das ist auch eine nie endende Beziehung, möchte man sagen. So, jetzt ist Volbon an der Box angekommen. Nathaniel nach wie vor Letzter. Aber gleich nicht mehr. So, jetzt zieht Bejaoui wieder ein bisschen weg und jetzt kommt Müller wieder ran. Also hier vorne an der Spitze ist es so spannend wie noch lange nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Und Vandemars liegt auf dem Dach. Kann jetzt aber weiterfahren. Für Red Bull läuft es auch nicht so wirklich. Dafür läuft zwar Ferrari deutlich besser seit den Updates jetzt in Barcelona. Und im letzten Rennen haben sie sogar einen Doppelsieg geholt. Wir hatten ja jetzt auch vier Sieger in vier verschiedenen Rennen, also vier verschiedene Sieger in vier verschiedenen Rennen. Das könnte sich aber heute ändern, da Bejaoui ja schon das ein Rennen gewonnen hat, nämlich den Saisonauftakt in Bahrain. Das zweite Rennen hat Simon Ratzenberger gewonnen. In Tunesien. Das dritte Rennen hat Niklas Scherras gewonnen in Australien. Und das letzte Rennen hat Sebastian Müller gewonnen für Ferrari. Und hier und heute könnte es sein, dass Bejaoui mal wieder gewinnt. Es wäre sein 51. Sieg in seiner Karriere und sein zweiter Saisonsieg.
Das ist Thompson komplett zerstört. Und wir gehen jetzt auch gleich in die letzte Runde. Und es sieht so aus, als ob Bejaury das Ding hier gewinnt. Oh, das ist Thompson. Das hätte ins Auge gehen können. Aber das spielt jetzt natürlich Bejaury die Karten, dass der da vorne ist. Weil jetzt haben René Bayer und Sebastian Müller einen enormen Abstand auf Bejaury. Noah Bejaury hatte schon mehrfach gewonnen. Hier in Barcelona. Okay, Nathaniel war schon überrundet. Und da hat Scherrer seinen Frontflügel verloren. Hat sich den wahrscheinlich am Renault abgefahren. Das ist jetzt natürlich super für Rolko. Aber wir müssen an die Spitze, weil jetzt kommt Bejaoui an der letzten Kurve vorbei. Und über die Ziellinie. Bejaoui gewinnt in Katalonien. Bayer wird Zweiter, Müller wird Dritter. Rolko ist jetzt vorbeigegangen, wird Vierter. Und dahinter ist aber noch der Ratzenberger. Rolko wird Vierter, Ratzenberger Fünfter, Norris Sechster, Navazzi Siebter, Meier Achter. Und Schulz wird Zehnter, weil vor ihm noch Meding ins Ziel gekommen ist, der Neunter ist. Schulz holt doch noch einen Punkt für Bejaoui Racing, damit holt Bejaoui Racing an diesem Wochenende 26 Punkte. Und was war das für ein Rennen? Also das war wirklich ein starkes Rennen, es war recht ruhig, aber es ist in der letzten Runde nochmal viel passiert. Und vorne hatten wir einen Kampf um den Sieg wie schon lange nicht mehr. Und Rolko darf zufrieden sein mit seinem vierten Platz. Und die beiden McLaren haben auch wieder ordentlich Punkte geholt. Auch Haas hat zweimal Punkte geholt. Beide Haas in den Top 10. Mercedes auch mit Punkten. Und Schulz, ja, der braucht beim nächsten Rennen auf jeden Fall wieder mehr Glück. Das nächste Rennen ist dann in Monaco. Somit würde ich sagen, war es das jetzt von meiner Seite. Und wir hören uns in Monaco wieder. Bis dahin, ciao.